Salat, Schnittlauch, Kraut und Fenchel. Gemüse, soweit das Auge reicht. Doch wer als Gärtner mit der Konkurrenz mithalten will, muss auch immer wieder Nischen finden und dem Verbraucher etwas Besonderes bieten. Danach sucht Horst Querkfelder, Bauer im Knoblauchsland bei Nürnberg, immer wieder. Er hat auf seinem Feld ganz besondere Disteln angebaut. Essbare. Artischocken. 2002 bin ich da drauf gekommen, durch die Frankengemüse, die unsere Absatzgenossenschaft hat einmal gemahnt, dass man die Knospen verkaufen kann. Die wohl halt geschlossen sind noch. Aber die italienischen sind halt doch größer und dann ist der Absatzkern schwierig gewesen. Und dann hat mir eine große, also die war am Großmarkt, der Bäuerin angesprochen, ich soll die aufblühen lassen. Und dann kannst du die Blüten verkaufen. Auch wenn Gourmets nicht für das Gemüse zu gewinnen waren, Ästheten sind von den Blüten beeindruckt. Mit den Anbaubedingungen in der Region kommen die Artischocken gut klar. Der Boden haben sie eigentlich keinen besonderen Anspruch. Es soll halt ein wenig schwererer Boden sein, weil es ein Distelgewächs ist, das halt höher rauswächst. Aber sonst braucht nicht viel Wasser, bloß zum Anpflanzen. Und dann Unkraut ist halt das größte Problem. Darum haben wir da eine Milchfolie drin. Aber so machen wir gegen Läuse und gegen Krankheiten machen wir gar nichts. Die lassen wir so wachsen, wie es ist. Viel Arbeit hat Horst Querkfelder das Jahr über mit dieser Kultur nicht. Chemische Pflanzenschutzmittel braucht er keine. Nur im Frühjahr, nachdem er sie angepflanzt hatte, hat er die Pflanzen mit etwas Dünger versorgt. Doch ganz ohne Probleme wachsen auch solche Disteln nicht. Ja, das Hauptproblem ist also der Frost. Ich habe es einmal probiert zu überwintern, hat auch ganz gut geklappt bis im Februar. Da ist ein Kahlfrost gekommen vor 12 Grad kalt und dann waren alle kaputt. Also seitdem mache ich es jetzt wieder jährlich in Anbau und sehe es in Treibhaus an, Ende Februar. Anfang März werden sie dann getopft und Mitte April werden sie dann rauspflanzt. In ihren Hauptanbaugebieten, Italien und Frankreich, können die Artischocken draußen überwintern. Deshalb werden sie dort auch höher und größer. Winterharte Sorten gibt es nicht. Und wie vermarktet er seine Ernte jetzt? Der kriegt jetzt mein Berufskollege, der nimmt es mit am Großmarkt. Der verkauft es für 1 Euro und ich kriege halt für den 70 oder 80 Cent. Über den Nürnberger Großmarkt gelangen die Blüten dann auf Wochenmärkte und in den Blumenhandel, wo sie zur Dekoration verkauft werden. Dass die exotischen Blüten hierzulande quasi vor der Haustür wachsen, erstaunt dort selbst die Floristin. Also ich wusste gar nicht, dass wir die hier so regional schon beziehen können. Ich kaufe die eigentlich hauptsächlich aus Holland. Das haben die ein wenig längeren Stiel, aber für das, was wir sie jetzt nutzen, sind die optimal. Und die sind wirklich wunderschön, weil die einfach so toll blühen. Das kriegt man jetzt zum Beispiel bei den holländischen gar nicht so. Da sind die meistens grün und das Blühende kommt dann irgendwann raus. Aber so prachtvolle habe ich jetzt bislang fast nicht gehabt. Artischocken behalten ihre Farbe auch dann, wenn sie vertrocknen. Ein solcher Strauß bleibt deshalb sogar als Trockenstrauß noch schön. Die Knospen der Artischocken sind nicht weniger attraktiv, meint Monika Querkfelder. Auch wenn die heimischen kleiner sind als die aus dem Süden, als Gemüse kann ihr Inneres geschmacklich durchaus mithalten. Nachdem sie die harten äußeren Blätter entfernt hat, kocht sie die Knospen in einem würzigen Sud aus Zwiebeln, Weißwein mit Rosmarin und Pfefferkörnern. Die brauchen jetzt ungefähr 25 bis 30 Minuten. Lassen wir die kochen. Und dann schauen wir mal rein, ob die Blätter schon von selber abgehen. Darüber gibt sie eine Vinaigrette mit Knoblauch und Thymian, dazu Tomaten. Fertig ist eine schnelle und gesunde Vorspeise. Von den Hüllblättern ist nur das fleischige untere Ende essbar. Im Inneren befinden sich dann noch das sogenannte Heu und der Blütenboden. Das ist jetzt das Heu. Das kann man nicht essen. Eine Delikatesse dagegen ist der Blütenboden. Und dann hat man da den Blütenboden. Horst Querkfelder wird auch im nächsten Jahr wieder Artischocken anbauen. Der Klimawandel könnte dieser Kultur vielleicht in Zukunft noch entgegenkommen. Unseren Channel könnt ihr auch abonnieren, aber schaut vor allem in die BR Mediathek. Da bekommt ihr noch mehr Videos und Sendungen von unser Land und einiges mehr.